meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Etwas, worauf ich schon sehr lange hingefiebert habe und was dieses Jahr exorbitant früh zu bekommen war. Die Rede ist von Halloween-Kerzen und zwar von Kringle Candle. Ja, letztes Jahr das Desaster. Ich muss es einfach nochmal erwähnen. Es war grausam. Die Halloween-Kerzen kamen erst Anfang, Mitte Dezember hier in Deutschland an. Vorher konnte man sie hier nicht bekommen und es war einfach nur furchtbar. Ich habe daraufhin letztes Jahr keine Halloween-Kerzen gekauft, weil ich war mit dem Thema dann echt durch und habe jetzt praktisch seit 2 Jahren sozusagen Halloween-Candle-Kerzen-Entzug. Und dieses Jahr sind sie tatsächlich jetzt schon angekommen hier. Und ich habe mich ordentlich ausgetobt. Ja, ich gestehe, es war sehr teuer und es ist sehr viel. Aber das liegt daran, dass ich einfach vom letzten Jahr dieses Jahr noch welche mit dazugenommen habe. Und die, die dieses Jahr neu dazugekommen sind, sind, glaube ich, auch alle dabei. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich... Nee, nicht alle, nicht alle. Nee, ich glaube, so 2, 3 habe ich, glaube ich, nicht von den ganz neuen dieses Jahr. Aber ich musste mich tatsächlich ein bisschen entscheiden und ein bisschen sehr nach dem gehen, was für mich interessant klingt, also für mich persönlich, weil es ja halt nun mal sehr viele Kerzen sind und die ja nun auch recht teuer sind, musste ich da also schon irgendwie eine Auswahl treffen und habe also im Prinzip das, was so hauptsächlich nach Food klingt und so weiter, wie zum Beispiel die It's Evil oder so ähnlich heißt die, glaube ich, war viel mit Kürbis oder irgendwie sowas, das habe ich gleich gelassen, die habe ich weggelassen. Ich habe jetzt also die ausgesucht, die mich letztes Jahr angeguckt haben, die ich höchst interessant fand. Und die von diesem Jahr, die mich angeguckt haben, die ich höchst interessant fand. Da habe ich mich ausgetobt und habe mir 13 Kerzen gekauft. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist ein bisschen gemischt. Altes Jahr, also sprich letztes Jahr und welche von diesem Jahr. Ja, ne, ist ja egal. Für mich sind die alle neu, die da heute angekommen sind. Und ich freue mich hier wie ein Kleinkind. Ja, kann also kaum an mich halten. Und ich wollte eigentlich ein Unboxing-Video machen, aber als dann die Kartons hier ankamen, also sehr groß, ja, da wäre das mit dem Unboxing ein bisschen schwierig gewesen. Ich hätte die Kamera sehr weit wegstellen müssen, damit ihr überhaupt den Karton da drauf sehen könnt. Und dann hätte man irgendwie nichts mehr sehen können eigentlich von den Kerzen. Deshalb habe ich es nicht als Unboxing gemacht. Aber ich kann euch versichern, sie waren alle hervorragendst verpackt. American Heritage hat das richtig gut drauf. Und aber was ich tatsächlich nicht gemacht habe, ist, ich habe noch nicht dran geschnüffelt. Das heißt, das ist jetzt hier ein First Sniff. Weil die Kerzen sind tatsächlich original gerade erst vor 20 Minuten hier bei mir angekommen. Ich habe sie nur schnell ausgepackt, die Labels bewundert, mich komplett verliebt in meine neuen Schätzchen. Habe noch nicht dran geschnüffelt. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir wie immer rausgeschrieben, was drin sein soll. Ich muss gleich vorweg sagen, bei Halloween-Kerzen ist es immer etwas schwierig. Es werden natürlich auch da eine Menge Inkredenzien, Aromen angegeben. Aber tatsächlich nimmt man sie meistens nicht so einzeln da drin wahr. Also so geht es mir jedenfalls. Ja, es ist das meiste, was man tatsächlich eigentlich fast immer rausriecht, wenn es drin ist, ist Patchouli. Ist auch nicht schwer. Aber der Rest ist tatsächlich immer... Also insofern, ich werde euch zwar eine ganze Menge hier vorlesen, aber ob ich das auch alles rieche, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist bei den Halloween-Kerzen auch völlig normal. Ja, also bei denen, die ich habe, ist das genauso. Aber... Bei Halloween-Kerzen, ehrlich gesagt, kommt es mir eigentlich auch eher auf den Gesamteindruck an. Nicht auf die einzelnen Zutaten sozusagen, auf die einzelnen Aromen, sondern eher so auf diesen Gesamteindruck, der mich bei den Halloween-Kerzen immer besonders interessiert. Der ist für mich da am wichtigsten und da bin ich einfach mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ehrlich. So, und ich kann es jetzt eigentlich auch überhaupt nicht mehr aushalten. Ich muss jetzt anfangen. So, was habe ich als erstes hier? Als erstes habe ich... Werewolf. Werewolf. Schön, oder? Ja, wir sollen haben Vetiver, Patchouli, Holz, Pfefferkorn, Bernstein,
ja, und Gewürze ganz allgemein. Und ich guck mal. Oh, ja. Also, würzig ist sie auf jeden Fall. Man merkt hier tatsächlich, ich behaupte mal, also Pfeffer rieche ich tatsächlich, Würze, ich würde auch sagen, dass Zimt drin ist. Ja, so herbst-winterliche Gewürze sind drin. Aber ich habe hier tatsächlich auch ein schönes Holz dabei. Einen weichen Bernstein unten drunter. Ja, und Patchouli. Also wenn es drin ist, riecht man es meistens. Meistens auch. Mal mehr, mal weniger. Hier ist es Patchouli eher zart, aber man merkt, dass welches drin ist. Insgesamt, eigentlich ein recht weicher Duft, muss ich sagen. Er ist also nicht düster, schaurig, muffig, ist er überhaupt nicht. Ja, ist eher ein weicher Duft, wie ich finde, weich mit Gewürzen. Also wird schon fast so dezent in Richtung Kuschel geht das. Dezent. Aber schön. Werewolf. Oh. Ich freue mich so. So, was kommt denn hier als nächstes? Legends and Lore. Da. Legends and Lore. Oh Gott, ich liebe es. Was haben wir denn da? Zitrone, Balsam, Eukalyptus, Tabakblüte, Jasmin, Steckrübe. Steckrübe? Okay. Steckrübe. Schwarze Zeder, Sandelholz und Bernstein. Steckrübe. Das ist putzig. Das ist putzig. Also, der Duft ist tatsächlich ein bisschen frischer. Der hat also eine gewisse Helligkeit sogar durch Zitrone und Bergamott. Entschuldigung, durch die Zitrone und durch Eukalyptus hat es auch eine gewisse Frische. Jasmin gibt tatsächlich eine gewisse Blumigkeit rein. Dann haben wir unten drunter aber tatsächlich so schwarze Zeder. Also da sitzt schon was Düsteres drin, auf jeden Fall. Ja. Sandelholz, Bernstein macht das Ganze so ein bisschen weich. Aber die Steckrübe. Also, wenn ich da jetzt als erstes, also wenn ich jetzt mal nicht gelesen hätte, was da drin ist, nein, ich wäre nicht auf Steckrübe gekommen, aber es hat was Suppengewürziges. Was Suppengewürziges. Es tut mir leid. Aber hat es irgendwie echt, aber es ist nicht unangenehm. Also völlig irre. Mir gefällt er. Mir gefällt er richtig gut. Das ist ein schöner Duft. Cool. Legend and Lore. Die Suppenkerze. Nein. Also, es hat einen suppigen Einschlag. So, ja, ich weiß nicht, suppengewürzmäßig so ein bisschen. Und da finde ich die Steckrübe jetzt irgendwie komplett logisch da drin. Oh Gott, ich sehe schon, ich habe hier eine Menge Spaß. So, was habe ich denn jetzt hier? Graveyard Fog. Graveyard Fog. Ja, was sollen wir denn da haben? Galban, Harz, Eukalyptus, Kardamom, Zimt, Vetiver, Nelken, Bernstein, Leder und Zedernholz. Oh, die müsste ein bisschen mehr Bums haben. Ja, hat sie auch. Definitiv nichts Weiches. Oh ja, aber die ist toll. Ah, die ist toll. Oh, also das Leder zusammen mit dem Zedernholz und dem Eukalyptus und dem Kardamom, würde ich sagen, gibt eine exorbitant geniale Mischung in meiner Nase. Darüber ein frischer Vetiver. Also,
und auch Frische durch den Eukalyptus transportiert. Ja, hat es also so eine gewisse Luftigkeit, hat aber dann noch eine richtige Schwere, also hat richtig Bums. Er ist sehr herzhaft, sehr, sehr rustikal auch, muss man sagen. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein toller Gesamteindruck, wie ich finde. Ich bin sehr gespannt, wie sich die unterm Warmer machen wird. Also Graveyard Fog gefällt mir auch richtig gut. Richtig, richtig gut. So, was habe ich denn jetzt hier? Dungeon. Da habt ihr mal ein Bild aus meinem Keller. Nur Spaß. Dungeon. So, was haben wir denn da? Erdig, Zedernholz, Tonka und Moos. Punkt. Nochmal gucken, ob das stimmt. Oh ja. Oh, alter Falter. Erdig. Also man kann es nicht besser sagen. Da ist wahrscheinlich die Patchouli-Flasche reingefallen. Zusammen mit dem Moos. Also erdiger geht nicht. Ja, das ist Blumenkübel ganz unten. Nur leckerer. Also besser. Aromatischer. Sehr geil. Sehr geil. Also das ist wirklich sehr, sehr erdig. Zedernholz ganz stark da. Moos auch. Ist für mich auch sogar Eichenmoos. Tonka, forget it. Also da rieche ich nichts von. Hat für mich nichts Vanilliges, nichts Weiches. Irgendwie sowas in diese Richtung Tonka-Bohne oder so gehen könnte. Oh, die ist der Klopper. Die muss man ertragen können. Die ist heftig. Die ist heftig. Genauso wie die Witch's Cauldron. Die ist ja auch richtig heftig. Die muss man ertragen können. Aber die hier, also erdig, man hätte es einfach nicht besser sagen können. Aber es ist wirklich erdig, Patchouli, Zedernholz und zwar morsches, altes Zedernholz. Also richtig, richtig fettaromatisch. Ja, also geradezu harzig schon. Sensationell. Ich krieg mich nicht ein. Dungeon. Klasse. Also die bumst. Die bumst richtig, mein lieber Scholli. So, was haben wir denn jetzt? Coffin Rock. Coffin Rock. So, und da haben wir holzig, krautig, würzig. Patchouli, getrocknete Zitrone, silberner Salbei, Eichenmoos, Moschus und warme Zeder. Okay, riecht sich ein bisschen gut. Da muss ich drüber nachdenken. Okay. Okay, also erster Eindruck ist, Patchouli ist da. Patchouli ist auf jeden Fall da. Und wir haben auch Holz und es ist auch krautig irgendwie. Wobei man das Krautige tatsächlich nicht näher beschreiben kann. Es ist wahrscheinlich so ein wilder Krautmix. Da ist von jedem mal ein bisschen was reingefallen aus dem Topf. Okay. Moschus und warme Zeder. Es ist ein bisschen schwierig. Ich kann nicht sagen, dass es was Weiches hat oder was Warmes. Aber tatsächlich ist etwas da, was dieses Erdige ein bisschen deckelt und das Krautige. Ja? Das nimmt so ein bisschen dieses Extreme heraus. Das bremst den Duft ein bisschen ein. Und da tippe ich tatsächlich auf den Moschus und die warme Zeder, ohne dass es jetzt tatsächlich weich oder warm wird vom Duft her. Ja? Ansonsten auch schöne Herbe durchs Eichenmoos drin. Salbei gibt sicherlich bei dieser krautigen Würzigkeit einen ordentlichen Schuss dazu. Gefällt mir sehr gut. Allerdings muss ich auch sagen, kommt mir die Kerze hier jetzt im Glas, so kalt gerochen, etwas seicht vor. Sagen wir es mal so. Also sie hat nicht so viel Bums. Wenn ich da andere Gläser aufgemacht habe, ja, wie den Kollegen vorher zum Beispiel oder so, das haut einen da gleich was in die Nase.
Das hier kommt mir insgesamt ein bisschen seichter vor, was nicht heißt, dass sie schwach sein muss, wenn man sie nutzt. Aber ich erwarte im Grunde genommen, dass sie jetzt tatsächlich nicht ganz so stark ist wie andere Kandidaten hier. Ja? Aber ich kann, wie gesagt, nicht sagen, dass der Duft schwach ist, weil ich habe sie noch nicht genutzt. Aber sie kommt mir etwas seichter vor. So, was kommt denn jetzt als nächstes? Nevermore. Nevermore. So sieht der Kollege aus. Und was erwartet uns? Chai, Honig, Sandelholz, Tee, Zimt und eine gewisse Blumigkeit. Das klingt interessant. Und das haben wir ja auch. Oh, ist die schön. Oh mein Gott, ist die schön. Oh. Kinder. Oh, ist die schön. Also ich habe hier wirklich einen Chai-Tee-Honig-Mix. Habe ich wirklich in der Nase. Ja, und darunter liegt eine holzige Note und da oben drüber tatsächlich eine blumige. Irre, es ist ein irrer Duft, der mir sensationell gut gefällt. Es ist nicht unbedingt ein Halloween-Duft, sage ich ganz klar. Der hat nichts Düsteres, nichts Muffiges, nichts Mysteriöses, Geheimnisvolles, irgendwas. Hat er alles nicht, aber er ist einfach nur sau, sau lecker und gut. Chai, Honig, Tee, auch Zimt rieche ich. Unten Holz, oben drüber ganz leichte florale Note. Kinder, der Duft ist ein Traum. Ich glaube, den haue ich mir als erstes unter die Lampe. Nevermore. Der ist ja mal genial. Wie gesagt, der hat tatsächlich mit Thema Halloween ehrlich gesagt nichts zu tun. Stört mich aber überhaupt nicht. Also mir gefällt das Label sehr gut. Und der Duft, der hier drin ist, ist, wie ich finde, fantastisch. So. Hat schon gewonnen. Nein, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe ja ganz viele noch nicht gerochen. Muss mir erstmal durcharbeiten, ne? Bevor ich hier einen Sieger küren kann. So, was haben wir denn jetzt hier? Witching Hour. Witching Hour. Witching Hour. Getrocknete Beeren, erdige Würze, da ist sie wieder. Jasminblütenblätter, blaue Zypresse, Veilchenblätter, rauchig soll sie sein, Moos, Sandelholz und Tonkabohne soll sie auch haben. Und man braucht eine Menge Kraft, um dieses Glas zu öffnen. So. So. Oh ja, okay. Okay, also ich habe hier tatsächlich einen Beereneindruck und tatsächlich von getrockneten Beeren. Putzig, klingt merkwürdig, ist aber so. Dazu kommt hier für meine Begriffe die rauchige Note und das Sandelholz mit dazu. Ja, auch die Zypresse ist da, erdig, liegt unten drunter. Und tatsächlich auch mit einer gewissen Würze, die man etwas schwierig eingrenzen kann, wie bei den anderen auch. Ja, ansonsten weiß ich nicht, hier Jasminblütenblätter. Gibt vielleicht eine Tuckenhelligkeit rein, weil floral möchte ich es gar nicht nennen, sondern es lockert den Duft einfach insgesamt ein bisschen auf. Tatsächlich hat er für mich aber durch die Tonkabohne, die hier drin auch, wie ich finde, recht kräftig ist, wirklich einen Vanillehauch, der das Ganze weich macht nach unten. Ja? Ja. Also der ist ein bisschen, also der ist, ja, rauchig, weich, vanillig, gleichzeitig aber auch, diese getrockneten Beeren, die so eine ganz leichte, dürre Fruchtigkeit reingeben. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Interessant, auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht der Gewinner, aber okay. Witching Hour. So, was haben wir denn hier unten jetzt noch? Cemetery Lane. Cemetery Lane, so.
Was haben wir denn jetzt hier? Dunkler Moschus, Schwertlilien, Patchouli, getrocknete Eiche, Moos, Zedernholz und süße Erde. Das erinnert mich an irgendwas. Jetzt muss ich mal einen Moment nachdenken. Moment, bin gleich wieder da. Ich komme nicht drauf, was es ist. Aber okay. Ich habe hier tatsächlich eine auf der einen Seite frische Note von der Schwertlilie und auch das Moos ist hier eher von der frischen Seite tatsächlich. Die Eiche ist auch vorhanden, tatsächlich auch sehr aromatisch, dadurch, dass es wohl getrocknete Eiche sein soll. Gibt die für mich hier einen schönen Eichenduft mit rein. Zedernholz liegt unten drunter, Patchouli haben wir auch unten, genauso wie der dunkle Moschus. Dunkler Moschus gibt zwar eine gewisse Weichheit rein. Aber nichts, was wirklich weich macht. Er dient wieder nur, um ein bisschen zu deckeln hier. Und dadurch, dass es dunkler Moschus ist, der ja nun tatsächlich auch noch, na sagen wir mal, aromatischer ist, also etwas herber, also nicht so sanft, sage ich mal, vom Duft her, dann merkt man das hier auch. Also das ist, es gibt zwar dieses Moschus-typische, diesen Moschus-typischen Kick der leichten Weichheit, aber gleichzeitig das Ganze auch etwas auf der herberen Basis. Könnt ihr mir noch folgen? Nee, ne? Macht nichts. Egal. Der Duft ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu beschreiben, das sage ich ganz ehrlich. Und er kommt mir definitiv bekannt vor. Nein, nicht von einer anderen Kerze. Das habe ich tatsächlich bei einer anderen Kerze noch nicht gerochen. Ich weiß nicht, wo er mich hinführt, gedanklich. Da muss ich echt noch drüber nachdenken, weil ich weiß, ich kenne den Duft, ich weiß nur nicht woher. Aber jedenfalls nicht von einer anderen Kerze. Es geht eher in eine andere Richtung, ganz andere Richtung. Ich weiß nicht warum. Süße Erde, okay. Also was Süßes finde ich hier drin nicht. Nicht wirklich. Nö. Ist insgesamt ein schöner Duft. Gefällt mir. Gefällt mir, ist sehr vielschichtig. Daher auch etwas schwierig zu erklären. Wenn ihr dran schnüffelt, merkt ihr vielleicht selber, was ich meine. So, was kommt denn jetzt? Red Rum. Red Rum. Mein erwachsener Sohn fragte mich gerade, gibt es eigentlich überhaupt roten Rum? Da habe ich gesagt, Sohn, lies es mal andersrum. Mörder. Und schon sind wir wieder bei Halloween. Okay. Okay. Also die Red Rum. Achso, vielleicht erstmal gucken, was sollen wir denn hier haben? Nelken. Sie soll frisch sein. Holz, schwarzes Salz, Patchouli, Rose, Tabakblätter, grauer Bernstein, Vanille, Moschus und Oud. Ach, ich liebe sie. Heilige Mutter Gottes, die macht mir Spaß. Okay, da haben wir Patchouli, wir haben Rauch, wir haben das Holzige. Genau das, was ich alles liebe. Tabak. Ah, oh, Moschus und Vanille geben hier tatsächlich eine ganz weiche Note rein und tatsächlich auch einen leichten Vanille-Touch. Wirklich, man riecht einen leichten Vanille-Touch hier. Rose, hatte ich ja so ein bisschen Angst vor. Gibt aber hier tatsächlich ein ganz, ach,
ist ganz, ganz weit im Hintergrund nur und gibt so einen ganz zarten, mysteriös blumigen Akkord rein. Ehrlich. Irre. Irre. Oh, ich liebe diese Kerze. Und Oud, ja, Oud ist sowieso immer genial, ne? Ihr wisst, das ist herber, kräftig, aromatisch. Hm? Oh, toller Duft. Red Rum. Oder auch Mörder. Oh. Aber putzigerweise, diese Gesamtkombination ergibt tatsächlich einen gewissen, ein gewisses Rumaroma. Putzigerweise. Ist echt wahr. Also irgendwie so Whisky, Rum, diese Richtung ist es tatsächlich. Rieche ich tatsächlich auch, obwohl es ja anscheinend nicht drin sein soll. Aber diese Gesamtkomposition aus den Tabakblättern, aus dem Patchouli, diesem Holz, dieser Vanille, das alles und dann so einen weichen Moschus auch noch unten drunter. Das Ganze gibt tatsächlich so einen Rum-Bourbon-Whisky-Style, der da mitschwingt einfach. Und insofern finde ich den Namen Red Rum putzig passend. Tatsächlich. Toll. Aber von der bin ich auch richtig begeistert. Ja. So, was kommt denn jetzt? Oh Gott, dieses Label. Ich weiß gar nicht, ob ihr da viel drauf erkennen können werdet. Aber ich feiere das mal so richtig. Sinister. Könnt ihr das erkennen? Sinister. Ich feiere das Label so richtig. Ich liebe ja die Filme, ne? Sinister. Wir haben hier Ingwer, Zimt, Muskatnuss, Kardamom, Moskatowein, Zwetschge, Preiselbeeren, Amber, Vanille, Kokosnuss und Moschus. Okay, also die geht tatsächlich schräg gesehen in Richtung Foodstyle. Jo. Kein Duft, mit dem ich warm werde. Nicht mein Duft. Obwohl er durchaus interessant ist. Aber er ist... Boah. Da ist irgendetwas drin, was mich unglaublich stört. Ich kann nicht sagen, was es ist. Irgendetwas, was in meiner Nase kratzt. Da hätte ich das Gefühl, wenn ich es jetzt einatme, würde es im Hals kratzen. Ja, ich weiß, ich kann nicht sagen, was es ist. Nee. Also, weil eigentlich das Einzige, was ich von den Sachen, die hier steht, was ich gerade vorgelesen habe, nicht kenne, das ist der Moscato-Wein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Moscato-Wein. Ist das ein... Keine Ahnung. Aber alles andere kenne ich und alles andere ist auch nicht kratzig, weder in meiner Nase noch in meinem Hals. Aber nach Wein, das, was mich hier drin stört, riecht das eigentlich auch nicht. Also, Kinders, ich kann euch den Duft nicht erklären. Der ist mir... Den kriege ich überhaupt nicht auseinandergepult. Der ist ganz verworren. Und bis auf den Kardamom und den Muskatnuss. Das könnte der Muskatnuss sein. Ja, der ist sehr ausgeprägt hier drin. Kann ich nicht wirklich das, was ich gerade vorgelesen habe, hier drin greifen. Also Zwetschge, Preiselbeeren, Amber, Vanille, Kokosnuss, Moschus, Zimt, Ingwer. Ich krieg's nicht gegriffen, tut mir leid. Also Kinders, wenn ihr wissen wollt, wie der riecht, müsst ihr euch kaufen. Ich kann ihn nicht beschreiben. Kann euch nur sagen, dass er mir persönlich leider nicht gefällt. Aber das Glas, das finde ich gut. So, was kommt denn jetzt hier? Trick or Treat kommt jetzt.
Trick or Treat. Natürlich, Kürbisse lassen sich nicht vermeiden an Halloween, das ist mal ganz klar. So, und wir haben hier Giftapfel, grün, aldehydisch soll es sein, schauen wir mal. Tanne, Maritim, Kiefer, Zimt, Nelke, Sandelholz, Moschus, Zedernholz, Guajakholz und Moos. Das ist mal eine wilde Mischung. Okay, das ist frisch. Das ist tatsächlich sehr frisch. Und wir haben auch eine grüne Note. Und das ist auch aldehydisch, also airy, luftig halt, ja. Dadurch haben wir auch einen gewissen maritimen Eindruck, muss ich tatsächlich sagen. So, aber kommen wir mal zu den handfesten Sachen. Tanne, Kiefer. Jo, und zwar Kiefer. Explizit Kiefer rieche ich hier. Nicht nur einfach Tanne. Zimt rieche ich nicht. Nicht wirklich. Nelke ein wenig. Sandelholz, Moschus, Zedernholz liegt mit, zusammen mit dem Guajakholz unten drunter. Und da finden wir auch das Moos wieder. Also insgesamt ein eigentlich sehr frischer, grüner, luftig, maritimer Kiefernduft mit dunklen, holzigen Boden. Gönnt ihr mir voll? Ich hoffe es. Ist ein schöner Duft. Entschuldigt bitte, meine Stimme verlässt mich gerade ein bisschen. Er ist schön. Ich finde ihn auch tatsächlich nicht ausgesprochen Halloween-mäßig, weil er hat jetzt nicht wirklich was Düsteres, Dumpfes, Muffiges oder so. Hat er nicht. Nö, ist eigentlich recht frisch, grün. Fast frühlingshaft. Ja. Besonders diese grüne Apfelnote da drin, die finde ich toll. Finde ich echt schön. Also gibt wirklich was Frisches rein, was fast Freundliches, Fröhliches. So gar nicht Halloween-mäßig. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. So, was kommen wir denn jetzt hier uns mal? Jetzt haben wir Coven. Coven haben wir da. So, und uns erwartet Zimtblatt, Zitronenblüte, Maiglöckchen, Jasmin, Patchouli, Moschus, Sandelholz, Vanille und da haben wir wieder Guajakholz. Ui! Und das ist das Nacktjumper des Halloween. Ohne Witz, das hat Ähnlichkeit mit Nacktjumper. Es geht so in diese typische Räucherstäbchen-Nacktjumper-Richtung. Ja. Nur insgesamt etwas frischer, tatsächlich. Also durch die Zitronenblüte, Maiglöckchen und Jasmin kommt hier eine ganze Menge Frische rein, die das Ganze sehr freundlich macht und aufhält, sozusagen. Aber unten haben wir die ganzen typischen, räuchrigen Nacktjumper-Kandidaten, wirklich. Also ist echt so, mit Moschus, Sandelholz, Patchouli, das Guajakholz, das Zimtblatt. Es ist irre. Also mich erinnert der fatal an Nacktjumper. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es hier zufällig gerade oben liegen habe. Nee, habe ich nicht. Aber toll, weil ich liebe Nacktjumper. Ich habe schon mal in irgendeinem Video, glaube ich, gesagt, ich habe ja alles von Nacktjumper. Ne? Ich mache ja auch, ich stelle ja auch verschiedene Sachen selber her. Ne? Also Seife, Bodylotion, Melz kann ich gießen und so weiter. Und ich habe ja auch Nacktjumper als Duftöl, wo ich das ja fleißig verarbeite. Da mache ich mir das ja alles selber. Ne? Nacktjumper Parfüm. Ich habe alles von Nacktjumper. Oh, herrlich. Bin gerade, also, es ist nicht 1:1 Nacktjumper, aber erinnert mich fatal daran, sehr.
Und mir gefällt er. Für andere, die jetzt nicht wissen, was Nac Champa ist oder wie Nac Champa riecht, es ist halt so ein sehr typischer, wenn um nicht zu sagen der typische Räucherstäbchenduft. Das bedeutet wiederum, meine, wenn ich einen Nac Champa anhabe in der Wohnung, dann fragt mein Sohn immer, wo ist die Oma? Wo ist die Alte? Weil es hat so ein bisschen Altdamenduft. Ja, so parfümig Altdamenduft so ein bisschen und das Ganze aber sehr räucherig. Räucherig. Das kann man wirklich ein Stück weit so stehen lassen. Ja. Aber angenehmerweise. Wirklich, wirklich angenehmer, also für mich angenehm und für viele andere ja auch, weil sonst wäre ja Nac Champa und so nicht so beliebt. Ja. Und ein Stück weit hat die Kerze da tatsächlich was von. Ja. Okay, so kommen wir jetzt zum letzten Kandidaten. Wen haben wir denn jetzt noch übrig? Ah, 7 Days. 7 Days. Und hier haben wir ein bisschen was von Ring, oder? Das ist doch von Ring hier, die gute Frau hier. Das Mädle. So, was haben wir denn jetzt? Taufrisches Grün, krautige Blätter, Apfelblüte, Jasminblüten, Minzblätter, Thymian, Zedernholz, Patchouli, Geranie und Moschus. Das klingt sehr frisch. Das klingt nach einem frischen Duft. Oh ja, es ist er auch. Ja, also hier haben wir eine Menge Frische. Aber mit einem gewaltigen Schuss Erdigkeit. Aber richtig fette, fette Erdigkeit. Halleluja. Ja, also da ist das Patchouli-Töpfchen garantiert ausgerutscht und hat kräftig Erde reingehauen. Und oben drüber haben wir tatsächlich eine sehr krautige, frisch-florale Note. Also grün, krautig, frisch, floral und das Ganze auf einem ganz fetten, fetten Erdebeet. Also ganz fett Erde unten drunter. Jo, kann man so stehen lassen. Moschus ist so ein bisschen, wabert so ein bisschen an den Ecken herum, versucht so eine leichte Seichte reinzugeben, aber glückt nicht so ganz. Und Zedernholz gibt auch eine richtige aromatische Würze rein. Hier muss man ganz klar sagen, also eine richtige, richtige Würzigkeit durch Zedernholz ist hier auch drin. Also ganz, ganz klar, das unterstützt nochmal dieses erdige Patchouli. Also ich würde sagen, Zedernholz und Patchouli, dieses erdige mit dem sehr holzig-würzigen, ist unten drunter und es hat unglaublich viel Bums hier drin. Also richtig. Und wie gesagt, alles andere, die Jasminblüten, Apfelblüte, Blätter, krautige Noten, Grün, Taufisches Grün, Minzblätter, Thymian, das liegt alles oben drauf und gibt wirklich eine grüne, krautige, frische, florale Note. Aber das Ganze, wie gesagt, auf einem ordentlichen Haufen Erde. Ja. 7 Days. Gefällt mir ebenfalls. So, mein Liebling, ich muss noch mal gucken. Ja, also definitiv bin ich bei der Nevermore. Das ist die Chai Honig Tee Kerze. Ja, sie ist nicht gruftig, überhaupt nicht, kein Stück, aber der Duft ist einfach sensationell. Der ist einfach toll. Also den finde ich mega. Und nee, du warst es nicht. Ich habe ja noch nicht alle so. Hier, der Red Rum. Ebenfalls. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Es hat eine, auch wenn es nicht aufgezählt wird, aber es hat eine wirklich alkoholische Note von Rum, Bourbon, Whisky in diese Richtung. Das Ganze schön holzig, herb, düster. Und trotzdem aromatisch gefällt mir sehr, sehr gut ebenfalls. Dann meine na verkappte Nac Champa Edition. Sensationell. Finde ich auch richtig, richtig gut. Also ich werde mich noch mal, natürlich noch mal in Ruhe durchschnüffeln.
Aber ich bin super, super glücklich und zufrieden mit meiner Auswahl der 13 Kerzen, die ich dieses Jahr getroffen habe. Ich hätte gern noch mehr genommen, aber bei einem Stückpreis von 38,95, Kinder, das brauche ich euch nicht sagen, was ich mal eben rausgehauen habe. Aber wie gesagt, ich habe ja letztes Jahr keine gekauft. Da konnte ich konnte mich nicht zusammenreißen dieses Jahr. Es ging nicht. Nein, es ging nicht. Ich wollte so sehr und mein Portemonnaie schrie die ganze Zeit ganz erbärmlich. Nein, lass das. Aber es war mir egal. Ich habe da einfach drüber hinweggehört und so what. Habe mir mal eben diese 13 Schätzchen gegönnt und ich bin mega glücklich. Sie sind wirklich, wirklich toll. Ich finde sie extremst gelungen. Nur wenige, die mir nicht gefallen, die einzige, mit der ich persönlich tatsächlich gar nichts anfangen kann. Label außen top, sogar ein Stück weit mein Liebling, muss ich sagen. Die Sinister. Aber der Duft geht komplett an mir vorbei. Mit dem kann ich null anfangen. Aber macht nichts, dann bleibt der Deckel eben drauf, ne? So. Ja, und ich werde mir jetzt als erstes tatsächlich die Nevermore, die Chai-Honig-Teekerze unter den Warmer packen. Die wird es jetzt als erstes werden, weil auf den warmen Duft, oh, bin ich echt gespannt. Oh Kinder, diesen Traum. Ich kriege mich nie ein. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Nicht-Halloween-Duft dieses Jahr bei mir mehr oder weniger den ersten Platz machen würde. Aber die ist so geil. Da muss ich einfach gewinnen. Aber dicht hinten dran ist Red Rum. Und wo war denn hier die absolut erdige? Hast du das? Nee, das ist die mit der Steckrübe. Welche waren das? Die erdig. Dungeon war's. Wo bist denn du? Die ist auch der Klopper. Die entspricht auch so richtig meinem Dungeon, da ist sie. Alter Falter. Die ist richtig harter Tobak. Dungeon? Das ist wie ein Blumensack Erde aufreißen und den Kopf reinstecken. Echt, also erdiger geht nicht. Ich feiere das hier gerade. Kinders, ich habe verdammt viel Spaß gehabt. Freue mich, dass ihr mich bei meinem First Sniff hier begleitet habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es ist vielleicht die eine oder andere Kerze für euch auch dabei, die euch interessiert oder die ihr euch jetzt vielleicht holen werdet. Wenn ihr schon welche habt, eventuell, oder demnächst bekommt, sagt mir doch bitte gerne mal, was ihr davon haltet. Ehrlich, also auf eure Meinung bin ich da sehr, sehr gespannt. Oder auch, wenn euch jetzt eine interessiert, ganz besonders, erzählt es mir einfach mal, weil bei Halloween bin ich mal komplett aus dem Häuschen. Ja, und da kann ich überhaupt gar nicht aufhören zu labern. Ne? Ich habe jetzt fast 45 Minuten habe ich jetzt voll hier, mein lieber Scholli. So, ich mache jetzt Schluss, sonst höre ich nicht mehr auf zu quatschen, aber ich muss jetzt meine Schätzchen hier noch ein bisschen jetzt herzeln, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, empfiehlt mich gerne weiter und bis dann. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.